Diesmal ohne Gelaber. Drück die Taste da drüben. Wieder. Mit dem Pi-Zeichen schalte ein. Pi und ich glaube das andere war Omega. Hi Barrett. Die ich kann nicht mal lesen. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis man Schluss ist. Bis man Schluss ist? Ist nicht mein Problem. Er klaut es alles egal, das wissen wir schon. Klaut, der Planet stirbt. Mir geht es nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen und Roboter kommen. Das freut Barrett gar nicht. Wo sind wir hier nur gelandet? Hast du Spaß? Ich glaube, Jesse warst du, richtig? Schalte ein. Das wollte ich gar nicht. Hoppla. Wir sind wieder unten. Ist das der Aufzug gewesen? Habe ich Mist gebaut? Schalte ein. Ich glaube, ich habe ja Mist gebaut. Ich glaube, ich sollte ihr folgen. Und das nur, weil ich die Nein, Claude, du gehst nicht zurück. Ah, sie waren wieder hinter mir und ich verliere meine Stimme. Aber diesmal habe ich Barrett dabei. Hoppla, einmal die falsche Taste gedrückt und schon das komplette Bild angehalten. Das wird jetzt unwichtig sein. Cloud muss ich nicht mehr losschicken. Keine Objekte gekriegt? Egal, ist nicht so schlimm. Man sollte auch nicht die falsche Taste drücken. Wir lernen das noch. Irgendwann können wir das. Auf der Treppe kommt uns jemand entgegen. Diese Roboter schon wieder. Wir nehmen aber nicht viel Leben weg. Wir dafür mehr. Diesmal haben wir es beendet. Nein, nicht die falsche Taste drücken. Da müssen wir rein. Was möchtest du? Drücke die OK-Taste vor einer Leiter, um sich festzuhalten. Danach kannst du mit den Pfeiltasten hinauf und hinunter klettern. Okay. Das war ja leicht. Wenn man jetzt noch wüsste, welche Taste für was ist. Aber egal. Trank. Wow, wir haben einen Trank gefunden. Und jetzt drücke die OK-Taste vor einer Leiter, um sich festzuhalten. Danach kannst du mit der Pfeiltaste hinauf und hinunter klettern. Weiß ich schon, danke. Du bist immer noch Jesse, richtig? Ja, ich lerne langsam. Ich kenne euch nicht so. Das klappt aber nicht. Hallo? Ah, okay, das geht also runter. Ich habe noch so kleinere Steuerungsschwierigkeiten. Ich soll bestimmt da... Nein.
wollte. Nein! Dahin! Ja, da unten bestimmt. Und ein Kampf. Natürlich warten sie auf den Rohren auf uns. Na, wer bist du denn? Dich kenne ich nicht. Angriff von hinten. Ja, von vorne wohl nicht, dann hätten wir sie ja gesehen. Barrett, tust du nur so doof oder bist du, beziehungsweise blind? Mal gucken, wie dieses Spiel noch wird, wo das hinführt. Ich dachte einfach, ich spiele das passend zum Release von dem neuen Final Fantasy VII, dem Remake. Ich hatte erst überlegt, ob ich das spiele, aber mir war es lieber, ich nehme vielleicht erst das alte. Speicherpunkt! Ja, das ist ein Speicherpunkt also. Speichert's nur oder speichert's nicht? Oh, das ist kompliziert. Menü öffnen und speichern wählen. Wie öffnet man denn das Menü? Ja, so nicht. Dann testen wir wieder aus. Mit V, okay. Wir nehmen natürlich Spielstand 2. Ja, wirklich dort speichern. Gut, gut, gut. Wie kam man nochmal zurück? C. Hat es jetzt auch wirklich gespeichert? Der ist besetzt. Ja, hat es. Gut. Reaktor Nummer 1. Gut. Müssen wir dort rein, oder? Anscheinend kommen wir da nicht rein. Die Cloud möchte nicht da rein. Gut. Dann, wenn er nicht hängen bleibt, rennen wir hierher. In den nächsten Kampf hinein mit Barrett. Na, wer ist das hier? Sie haben Kanonen. Was seid ihr immer noch für Viecher? Sind wir jetzt auch irgendwann mal dran? Mutattacke. Ich muss das alles noch lernen. Ich habe keinen Schimmer, was das ist. Vielleicht wird es erklärt, vielleicht auch nicht. Oh, auf jeden Fall bin ich fast erledigt. Aber es macht ihm anscheinend nichts. Wie ist das dann jetzt in der nächsten Runde? Geht es mir dann immer noch so schlecht? Was ist das für ein leuchtendes Teil da? Materia! Heilung! Ah! Ah! Okay! Ach, Barrett. Wenn wir den in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Cloud, stell du die Bombe ein. Ist das nicht dein Job? Tu's einfach, Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Gut, wie du willst. Vorsicht,
Das ist mehr als ein Reaktor. Was war das? Ja, was ist los? Was ist los, Cloud? Beeil dich. Sorry. Ich habe das Spiel angefangen und ich habe Zahnschmerzen. Ganz toll. Also kaum, dass ich es angefangen habe, habe ich jetzt Zahnschmerzen. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Aufgepasst, da kommt was. Ein Kampf kommt um die Ecke. Oh Gott. Habe ich schon mal erzählt, dass ich die Gegner in Final Fantasy schrecklich finde? Egal in welchem Teil. Habe ich bestimmt noch nicht erzählt. Wir kamen noch nicht zu Final Fantasy. Oh, mir geht's ja immer noch schlecht. Barret kann ruhig angreifen und wir müssen heilen. Das macht's aber nicht besser. Ich glaube, wir sterben gleich. Woran sehen wir denn die Lebensleiste bei dem Gegner? Wir sind gleich tot. Ja, schön, dass es Barret gleich besser geht. Hä? Jetzt sind wir geheilt und Barret nicht? Schwanzlaser. Entschuldigung. Sind wir jetzt sozusagen gestorben? Jetzt sind wir ganz aufgeladen. Und schon wieder der Schwanz. Ein Schwanz in Action. Oh, verloren. Ups. Game over. Mein erstes Game over. Juhu. Ja. Ja, endlich geschafft. Menschenskinder. Unser Leben sieht nicht gut aus. Oh, wir sind ein Level weiter. Oh, wir kriegen ein Sturmgewehr. Super. Komm nicht, zwie weg hier. Ja, wir sollten gehen. 10 Minuten bis zur Explosion. Oh oh, das geht jetzt auf Zeit. Super. Nein. Mal schnell speichern. Ah, toll, wir können nicht speichern. Das geht jetzt in Echtzeit. Ganz super. Jesse, wir müssen raus hier. Müssen wir Jesse mitnehmen? Cloud, alles okay? Mein Bein steckt fest. Echt mal, danke. Ach so, Jessys Bein. Ach so. Nein, kein Kampf. Nicht jetzt.
wohl noch 8,5 Minuten. Aber wenn jetzt ein großer Gegner nochmal kommt, dann sind wir erledigt. Komm, jetzt noch du und dann sind wir weg. Oh, zwei neue Tränke, super. Hallo? Ah, er machte gerade nichts. Nein, Cloud! Niemand auf der Treppe, niemand auf der Treppe, niemand auf der Treppe, niemand jetzt hier. Kommt schon. Wir müssen raus. War ja so klar. Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Dagegen sollten wir was tun. Damit wir jetzt ein bisschen Leben wieder haben. Eine Mutattacke, weil wir so mutig sind auf einmal. Entschuldigung. Das hätte für zwei locker gereicht. So, der eine ist platt. Der andere jetzt hoffentlich auch bald. Tschüss. Es lohnt sich nicht mehr. Nur 6,5 Minuten. Komm. Keine Objekte vorhanden. Schalte ein. Ja. Mach hinne. Kommt Mädels, wir müssen raus. Code entziffert. Das ist hervorragend. Code entziffert. Hervorragend. Wir müssen ganz schnell raus hier. Nein, nicht schon wieder ein Kampf. Gegen die kleinen Brüder auf dem großen Skorpion. So, einer ist weg. Noch einer ist weg. Komm, greif uns an. Was war das denn? Ja, jetzt freut euch weniger. Wir müssen los. Keine Objekte hinterlassen. So ein Pech. Solche Penner, wollte ich sagen. Schnell, 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 schnell. Oh, komm schon. Jesse, immer du. Das war's mal eben mit dem Reaktor. Das war die erste Mission. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Barrett sagt nix. Okay, alle zurück. Da geht's aber noch richtig rund, würde ich mal behaupten. Okay, lass uns verschwinden. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey, du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Na toll, danke auch. Wo muss ich jetzt hin?
Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ah, ich kann auf einmal doch Treppen gehen. Loveless. Ja, die Welt ist loveless. Ziemlich. Oh nein! Warum schmeißt du sie einfach um? Entschuldigung. Was ist passiert? Du verschwindest hier lieber? Nichts, hör zu. Du verschwindest lieber. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist, aber ist gut. Bevor dir was passiert, besser. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir ihr jetzt hinterher? Anscheinend.